Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Live Trading Spezial mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wie Sie am Titel des Webinars heute erkannt haben, ist es ein bisschen anders, deswegen auch ein anderer Link. Diese Veranstaltung gehört nämlich zu einer anderen Reihe und nicht wie üblich, was wir sonst immer haben hier mit Thorsten, deswegen auch der andere Name. Bevor ich auch den Bildschirm jetzt gleich übergebe, nochmal wie immer den Risikohinweis, ganz wichtig heute, auch wenn wir bzw. der Thorsten einen Live-Trade macht, dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, auf keinen Fall als Handelsempfehlung verstehen und bitte die eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig. So, dann auch nochmal offiziell guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Nelson. So, dann Guten Morgen in die Runde. einmal den Bildschirm übertragen. Sollte bei dir Ja, sein. vielleicht, ne? Ja. Und Vielleicht. um deine Frage zu beantworten, ja, ich bin traurig, dass Brasilien nicht Weltmeister geworden ist. Ja, nein, in die Wunde hätte ich heute Morgen nicht so schnell reingepiekt. Aber danke für deinen Risikohinweis. Sag mal, kannst du den eigentlich schon auswendig oder musst du das jeden Morgen neu lernen? Der wird sogar ab dem 1.8. noch anders. Okay. Okay. Erstmal guten Morgen in die Runde zum Live-Trading heute. Und Nelson hat ja netterweise den Risikohinweis vorgelesen, aber macht euch mal keine Gedanken, ich handle ja nie live. Ich habe Angst, weil Börse beißt, habe ich gehört. Wir werden uns heute Morgen damit befassen, um uns mal einen Überblick zu verschaffen, was ist die letzten Tage überhaupt passiert. Und ich werde mir dafür ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde Zeit nehmen. Hintergrund ist, das haben wir jetzt die letzten Tage gemerkt, ich hatte jetzt zweimal Internetprobleme, dass wir ein Phänomen haben, was letztes Jahr schon mal aufgetreten ist. Ich habe einen entsprechenden Vertrag bei der Telekom und die unterbrechen meine Internetverbindung nach einem Gigabyte Übertragung. Das heißt, wenn das raus ist, ziehen die immer einen kurzen Cut, unterbrechen die Internetverbindung und dann bin ich weg. Deswegen werde ich das ein bisschen im Blick behalten. Recht trickreich, die Jungs, von wegen Flatrate. So. Und ich möchte euch bitten, mir also alles, was an Fragen ist, einfach hier reinzuhacken. Ich werde versuchen, alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich habe eine 40G-Leitung. Ja, ich habe ja auch eine 40 Mbit-Leitung oder 50 Mbit-Leitung, aber ich habe eine Flatrate. Ich bin in Norwegen und ich habe eine Flatrate für ganz Europa, aber diese Flatrate hat diesen ganz kleinen Haken, dass sie das Ding unterbricht. Okay, schauen wir uns das ganze Ding mal ein bisschen an. Wir starten mit EuroPro, damit wir einen groben Ausblick für heute haben. Ich benutze hier auch ganz bewusst in Gänsefüßchen eine ältere Version, nämlich EuroPro 2 und noch nicht EuroPro 3, weil EuroPro 3 mir hier auch zu viel Performance frisst. Wenn man schon eine schwache Leitung hat, dann muss man die nicht überstrapazieren. Also, wir haben die letzten Tage ein paar Sachen gemacht, die auf den Punkt gelaufen sind. Der ein oder andere wird ja vielleicht unseren Blog verfolgen oder verfolgt haben.
Egal ob bei Dirk auf der Facebook-Seite oder bei uns auf der Facebook-Seite. Wir haben vor 2 Tagen morgens gesagt, er soll hoch an die 1,1732. Vorausgeschickt ist, dass wir, und da muss ich jetzt mal ein bisschen tiefer gehen, im Daily. Hallo? Warum nicht? Okay, dann nicht. Wir müssen gucken, ob wir einen anderen finden. Das ist der DAX, den brauchen wir jetzt auch nicht. Nehmen wir den hier, da haben wir wenigstens Daten. Ja. Okay. Nur, dass er. Da. So. Wir waren der Meinung, wir haben hier eine massive Abwärtsbewegung, die bei 1,15 unseren Doppelboden gefunden hat. Wer die letzten Webinare verfolgt hat, weiß, dass wir bei der 1,15, 1,1550 massiv drauf aus waren, hier zu longen. Anfang Juni, als ich meine Reise angetreten bin, haben wir hier unten bei 1,15 und 1,75 angefangen zu longen. Dann ist er hier hoch, dann hat er zum Zinsentscheid, hat er hier oben diesen langen Docht gemacht, hat hier oben drüber, ganz kurz drüber gelugt, eine perfekte Bullenfalle, um am gleichen Tag circa 300 Punkte abzumarschieren. Wir sind von der 1,1852 dann runter bis an die 1,1556 an einem Tag. Dass wir 300 Punkte an einem Tag gemacht haben, ist sehr selten. Kann ich mich kaum daran erinnern, dass wir solche Tage, sie sind jetzt nicht regelmäßig. Aber er war auch nur auf dem Weg, um hier unten einen Doppelboden zu produzieren. Ich mache das heute ganz bewusst mal etwas genauer. Ich gehe da sonst nicht so tief drauf ein. Der Hintergrund ist, dass wir Jungs von Forex Pro, heute sind ja auch ein paar Gäste da oder vielleicht sogar viele Gäste, weiß gar nicht, wie viele Leute, ne? Also doch ein bisschen voller geworden hier. Es sind ja viele Gäste hier, die noch nicht bei uns mitmischen. Und dem möchte ich jetzt mal ganz kurz vorausschicken, so wie wir das Webinar heute machen, werden die in Zukunft innerhalb unseres Paternoster Trader Club sein. Wir sind dabei, aus unserer Community einen Paternoster Trader Club zu machen mit 120, 150 Mitgliedern, die ich selber alleine in der Betreuung behalten werde. Und wo wir Wunschwebinare machen und dann eben auch diese Analysen so machen, wie ich das jetzt tue, mit der schon mal einen kleinen Vorgeschmack haben, ne? Einer von unseren Kunden, unseren lieben Kunden, hat mal gesagt, kümmere dich um die, die wirklich lernen wollen und mache sie reich. Das ist so, wenn man zu groß wird, wir sind über 1200 Leute, wenn man zu groß wird, dann leidet meistens die Qualität darunter und wir splitten einfach unsere Community jetzt in die, die unsere Hilfe extrem brauchen, weil sie davon leben wollen oder davon leben müssen, weil sie im Extrem lernen wollen und in Hobbytrader, die nicht so eine intensive Betreuung brauchen. Das mit dem Reichwerden, naja, das ist nicht mein Ziel und sollte auch nicht euer sein, sondern man sollte dankbar sein, wenn man hier überleben kann. So, also vorausgeschickt, diese Abwärtsbewegung und damit den Doppelboden. Diese Abwärtsbewegung sollte Minimum bis an das 50er Level, wenn nicht sogar bis an das 61er, 66er Level erweitert werden. 66er Level, wer mit uns arbeitet, weiß, woher das kommt. 50er Level ist fast ein Muss. Wir arbeiten so, dass wir dann in dem Fall uns einen Schreibblock nehmen oder einen Zettel oder sonst irgendwas. Und dann schreiben wir uns diese beiden Marken auf. 1,2150 und die 1,2030. Wir können ruhig bei der Vorausschau, die wir hier haben, können wir ruhig ein bisschen
damit spielen und ruhig die Marken etwas runden. So, das sind die wichtigsten Marken nach oben. So, wir haben hier eine Aufwärtsbewegung. Da. Und jetzt fängt es an, interessant zu werden. Diese Aufwärtsbewegung wirft ein Ziel von 1,1967, 1,1970 aufs Trapez. 1,1970 gehört auch auf euren Zettel. Aufschreiben und dann vergesst ihr diese Marke auch nicht. Wir sind noch im Daily unterwegs. Diese Bewegung wurde jetzt einmal auf die 61,8 und einmal auf den Tick genau auf die, zack, wir gucken nach, da 1,16036 ist FIBO-Level ungefähr und das Low von der Kerze 1,16016. Also dieses Level wurde genau angelaufen, die Stops hier drunter geholt. Wir nennen sowas immer das nachlaufende Tief unter dieser schönen Umkehrkerze, die hier einen schönen optimistischen blauen Hammer dahin gepackt hat und gleich eine blaue Kerze hinterher, wo der ganze Scheiß abverkauft und die Stops von den Hammerhändlern hier unten nochmal geholt. Das war die Ursache für diesen Abmarsch die letzten 2 Tage. Stops da drunter geholt. Marken habt ihr euch aufgeschrieben, richtig. Jetzt heißt es für uns, diese Bewegung zu duplizieren. Das heißt, wir haben mit dieser Nummer jetzt voller Optimismus erstmal dieses Ziel vor der Nase und das ist die 1,1890. Grobe Richtung passt auch dazu, dass die Stops hier oben drüber geholt werden. Hier unten haben wir ein Zwischentief, hier haben wir Zwischenhochs. Die Stops könnten hier durchaus noch einmal abgeholt werden. Das würde die zweite Bewegung rechtfertigen. Danach müssen die Karten neu gemischt werden. Was heißt neu mischen? Läuft der Junge jetzt hier oben drüber und bleibt hier oben drüber, dann können wir voller Optimismus darauf lauern, dass genau diese Geschichte hier auch erfolgt, dass wir bis hier hoch laufen können. Wir haben hier als erstes diese Marke und dann haben wir hier oben diese Marke. Das würde dann Bewegung 3 bedeuten, wenn wir nämlich diese Nummer hier nach unten dann ebenfalls duplizieren nach oben. Dahin und dann diese Nummer nochmal da oben dran setzen. So, wenn die zweite Bewegung länger wird als die erste, was sie in der Regel wird, dann landen wir hier nicht genau an der 1,19. Ich mache das mal wieder größer, dann kann man das besser sehen. Dann geht diese Bewegung nämlich bis da hoch, nämlich bis an das 38er Level dahin und dann bis dahin und dann duplizieren wir mal. Ups, das war jetzt doof. Das dahin, ungefähr die Korrekturbewegung. Das ist nicht so einfach, ich arbeite am Laptop, ne? So, und dann die Nummer da hoch und dann sind wir knapp unter dem 50er Level.
So ungefähr könnte ein mittelfristiger Handelsplan aussehen. Dann sind wir schon mal oben über der 1,19. Dann sind wir schon glatt an der 1,20 und dieser Bereich hier 1,20 bis 1,2070, 1,2080 hier, der dürfte auch einen erheblichen Widerstand darstellen. So ist unser mittelfristiger Plan. Sind dazu erstmal Fragen? Habt ihr alle mitgeschrieben? Hört ihr überhaupt noch was? Sieht man überhaupt noch was? Okay, dann bin ich beruhigt. So, wie bereiten wir uns jetzt auf so eine Nummer vor? Wie kriegen wir jetzt die Kombination hin? Das ist unsere übergeordnete Nummer im Daily. So. Wir haben unsere Zielbereiche, demnach Plan für heute. Das sieht mal wieder eigentlich recht gut aus. Da haben wir diese Unterkante. Hier drunter, unter dieser Kante, dürften noch ein paar Stops lauern, die ganz gerne abgeholt wären, indem wir hier einmal durchschießen. Unsere Jungs, Mädels, unsere Europroler wissen sie zu schätzen. Guckt euch unsere Zielbereiche an. Da gebremst, zurückgelaufen, den bestätigt. Und dann runter den Zielbereich bestätigt. Meine Vermutung geht dahin, dass wir hier runterlaufen an die 1,1629 und hier unten an der 1,1629 packe ich jetzt mit einer entsprechenden getrennten Strategie. Also getrennt von meinen anderen Long-Positionen packe ich hier eine Long-Limit hin. Und diese mache ich mit 3 Punkten Rücklauf. Da es eine aufgestockte Version ist, 15 Punkte Stop und das Ziel haben wir ja oben bei 1,1970, also 330 Punkte. So, der Werdegang, genau, die schreiben alle, deswegen ist es so ruhig, deswegen sagt keiner was, sind alle beschäftigt. Der Werdegang ist viele Tage der gleiche. Zielbereich hier unten, dann geht er durch bis an die 29. Schiebt dann meine Limit runter, holt die und sollte sie dann nach oben mitnehmen, wenn wir bei der 66 sind, hier oben, dann sollten wir bei 40, sind wir bei 69, sollten wir bei 35 anfangen zu trailen, nämlich auf BE. Das heißt, wenn er jetzt hier runter geht an diesen Zielbereich, den er sehr gerne holt, hier unten den Zielbereich abarbeiten, dann geht er hoch an die 56, an die 66, an der 66 soll diese aufgestockte Version Break-Even abgesichert werden, dann will ich aus dem Risiko. Okay. Wenn ich Pech habe und er schmeißt mich hier irgendwo raus, lege ich zur Sicherheit hier unten, dann verliere ich hier 15 Punkte. 15 Punkte sind 75 Dollar. 75 Dollar. Und diese Nummer, dann geht er nämlich eine Etage tiefer. Und wenn er eine Etage tiefer geht und mich rausschmeißt, ihr
Also entweder ballert er hier durch, ziemlich zügig, dann liegt mein Stop hier unten drunter, dann hält er. Wenn er das nicht packt und die da oben gleich holt und dann ausstoppt, dann fliege ich eben raus, aber dann holt er hier unten mit den gleichen Bedingungen die nächste. Okay? So sieht mein Handelsplan für heute aus. Ich schließe Long-Positionen aus. Solange wir Short-Positionen schließe ich in der Regel aus, solange wir über der 1,15 bleiben und solange der Euro-US-Dollar über der 1,15 gehandelt wird. Erst unter der 1,15 überdenke ich meine Szenarien und werde dann alles auf Rot im Kopf umstellen und alles Blaue werde ich canceln. Also, da, Zielbereich, das erste Mal angelaufen, Rücklauf, jetzt der Bruch. Idealerweise sollte die 5-Minuten-Kerze unter diesem Zielbereich schließen. Wenn die 5-Minuten-Kerze da drunter schließt, haben wir eine faire Chance auf die 32 und auf die 29. Das geht oft sehr schnell, deswegen arbeite ich gerne mit einer Limit Pullback. Wir sagen, zack, und dann direkt wieder nach oben geschossen. Das war gestern. Und hier war es genau umgedreht. Zielbereich, Zielbereich, die 1,1742, 1,1744, die kam aus FIBO-Level, können wir uns gleich mal angucken. Und danach ging der Rücklauf genauso schnell. Deswegen arbeite ich hier ganz gerne mit einer Limit Pullback. So, und jetzt würde ich ganz gerne sehen, dass das 5 Minuten, die 5-Minuten-Kerze hier drunter bleibt, da drunter schließt, weil dann haben wir eine faire Chance. Auf EOD, also ich gehe mal davon aus, End of Day, sind wir ab heute long. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Wahrscheinlich nach Drehstab Fibonacci und nach Gemüse-Reis-Modus MACD sind wir wahrscheinlich auf breit eingestellt heute. Nein, Quatsch. Ist mir völlig Banane, was mir irgendwo übergeordnet oder irgendwelche anderen Sachen was sagen. Und das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben. Und ich glaube, der ein oder andere bei uns aus unserem Laden wird das hoffentlich dementsprechend unterstützen. Wir haben ein, zwei Regelwerke und die werden nie miteinander vermischt. Entweder handle ich so oder ich handle so. Alles andere. Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber alles andere geht mir einen halben Meter am Arsch vorbei. Wenn ich nämlich anfange, jetzt das mit dem und mit dem und mit dem zu vermischen, dann mische ich nur das bisschen Gehirn, was ich habe, völlig durcheinander und das kann mein Friesenhirn nicht ab. Dafür ist das nicht belastbar genug. Da hat mein Österreicher ins Stubenböck, glaube ich, hieß er, hat mir vor 4 oder 5 Jahren mal ins Gästebuch geschrieben, verloren wird zwischen den Ohren und genau das machen wir damit kaputt. Wir arbeiten uns übergeordnete Ziele, wo wir hinwollen. Das habe ich eben gerade getan. Wir haben die Ziele mit Hilfe von FIBO und mit ABCD haben wir uns erarbeitet. Die haben wir. Entries kommen nach Regelwerk. Regelwerk heißt Zielbereich. Entweder Umkehrformation am Zielbereich. Und da gehe ich gleich drauf ein, weil dann kann ich nämlich meine Limit hier löschen. Wenn wir das jetzt schön im Blick behalten, warte ich nämlich manuell jetzt eine Umkehrformation im 5-Minuten-Chart ab da. Und wir haben 5-Minuten-Kerze sauber da geschlossen. Und jetzt nehme ich diese Long Limit raus. Weil wir werden das jetzt schön beobachten. Jetzt werde ich diese nochmal beobachten. Jetzt sollte er
an die 29 gehen, 1,1629, mir eine 1,1629 eine saubere Umkehr bringen, eine saubere Umkehr hinlegen und dann werden wir diese Position manuell hineinpacken. Woher kommen die Zielbereiche, mein lieber Paolo? Wir sehen uns am 21. September in Göttingen zum Seminar, dann wirst du schlauer. Die Zielbereiche kommen von mir. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um die zu entdecken, aber das sind meine. Den Jungen hier können wir uns nebenbei mal angucken. Der ist, ihr könnt ruhig schreien, wenn der Euro nach unten läuft. Wenn er an der 29 ist, kann hier bitte mal eine reinhacken. Oder Nelson schreit ganz laut, falls er wieder schreien kann. Den Jungen hier, genau das Gleiche. Hier erwarte ich heute wenig Wohler. Es sei denn, wir gucken gleich mal einen Wirtschaftskalender, es sei denn, da turnt heute richtig was drin rum. Das können wir gleich mal zusammen tun, weil auch der hat gestern auf den Tick genau, na komm, falsch, da soll er hin, da. Und da hat genau 61 geküsst. Ich mache gleich mal einen Screenshot mit den Zielbereichen und dann schicke ich den Nelson und Nelson schickt ihn euch mit der Mail zu. Oder? Ja. Ich mache nachher einen Screenshot von dem nackten Chart und dann schicke ich den an Nelson und mit der Aufzeichnung schickt Nelson euch den Screenshot mit zu. Gute Idee oder nicht gute Idee? Okay. Hubert kennt mich. Da, guck mal. Zielbereich. Zack, angelaufen. Jetzt sollte er den bestätigen, dann sollte er runter an die 29 laufen. Von dir kommen nur gute Ideen, sagt Ulrich. Ach, na ja. Sag das mal meiner Frau. So. Jetzt auf das. Eins. Und zwei. Und wir sind wieder im alten Level. Das heißt, ich packe meine Order, damit ich sie jetzt nicht verpasse, hier wieder rein. Und zwar mit 3 Punkten Rücklauf. Also wir sind schon mit 2 Lot investiert. Ich will jetzt ein halbes drauflegen. Hier ein halbes Lot drauflegen. Ein Lot habe ich heute Morgen wieder rausgeschmissen. Wir haben gestern über der 1,1640 aufgestockt, gestern Nachmittag. Und das habe ich wieder rausgeschmissen. 1,1640 war der Zielbereich gestern hier. Gestern Nachmittag im Webinar haben wir gesagt, wenn wir hier hochlaufen, den Bruch des Zielbereichs erwischen und dann den Rücklauf an die 1,1640, dann stocken wir auf. Aufzeichnung ist öffentlich, findet man in unserem YouTube-Kanal. 1,1640, genau das ist erfolgt. Der ist hier hoch, 1,1640 kaputt gemacht, zurückgelaufen, 1,1640 bestätigt. Und dann ging's nach oben bis zur 61, fast 20 Punkte. Und damit haben wir gestern Nachmittag mit links unser Tagesziel realisiert. Diese aufgestockte Position habe ich rausgeschmissen und die hole ich mir jetzt hier unten bei der 29 oder so 10 Punkte besser, hole ich mir die jetzt wieder, hoffe ich. So, wo waren wir stehen geblieben? Da. Glaube ich, oder da.
Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, 50er Level, da habe ich schon das erste Mal wieder massiv geschortet. Dann gab es mal was an die Backen, weil meine Stops gingen über die 1,1750. Das war nicht ganz klug. Ich hätte ja ein bisschen mehr Luft geben sollen. Wir haben auch hier Bewegung A. Ja, das ist ein Live-Konto. Es ist kein Demo. Ich habe gar kein Demo. Ich glaube, Nelson könnte das bestätigen. Das ist richtig. Ich sag mal, Demokonto ist wie alkoholfreies Bier. Und alkoholfreies Bier ist wie ein BH auf der Wäscheleine. Das Beste ist raus. So. Das heißt, wir hätten bis dahin laufen können, laufen dürfen. Diesen Move hier hätte er nutzen müssen, so wie hier, um da hoch zu laufen. Das hat er nicht gemacht. Wenn er das nicht tut, weil er hat hier abgebrochen, dann haben die Fibo-Händler die Oberhand, nämlich die 61,8 und 66. Der Bereich hat hier sauber gehalten. Zweite Bewegung abgebrochen. Und zweite Bewegung abgebrochen heißt für mich immer, dass wir uns im Korrekturmodus bewegen. Und dann könnten wir jetzt da unten landen bis hier runter wieder in den Bereich 1,17. Und diese Nummer, die bereiten wir schön sauber vor. Wir haben kleine Positionen angefangen und werden diese massiv aufstocken, um hier runter bis an die 11.700 zu kutschen. Da wollen wir hin. Okay. So. Den Jungen muss ich jetzt hier ein bisschen im Blick behalten. Nicht, dass der mir jetzt einen Doppelboden macht hier, aber ist eher unwahrscheinlich. Dieser Zielbereich bremst in der Regel nur kurz, um dann diesen Zielbereich zu holen. Und wenn er diese Bewegung dupliziert, sollte er wenigstens bis dahin laufen, auch wenn diese Bewegung abbricht. Diese Nummer, die 9, 1,1629, 1,1630 sollte zielen. Oder Oettinger, das braucht auch kein Mensch. Genauso. Oettinger alkoholfrei, das wäre noch ein draufzusetzen. Ich habe neulich einen gesehen, der hat ein Oettinger alkoholfreies Bier als Radler getrunken. Genial, oder? Ich dachte schon, da kommt gleich ein Auto mit Tatütata und mit so einer weißen Jacke nach hinten zu knöpfen und hol ihn ab. So. Lauf fast perfekt. Noch nicht. Ganz kleines Spike noch darunter. Komm, Mignon. So. Und jetzt habt ihr gesehen, meine Limit Pullback da. Jetzt zieht er die schön hinterher. Bricht die Bewegung im Moment kurz vorher ab, unseren Zielbereich angelaufen. Und jetzt kann er zurücklaufen. Ja, 5 Minuten Kerze sollte jetzt da drüber bleiben, über der 29. Und dann sollte er zurücklaufen und diese Nummer hier sauber aufstocken. Ich nutze mal die Zeit, um. Ach so, es ging ja nicht. So. Da hat er sie gegriffen, wie ich gerade sehe. Und ich mache hiervon jetzt mal einen Screenshot.
davon und dann kriegt ihr nämlich die Zielbereiche, ne? Das sind die Zielbereiche für heute. So, speichere ich jetzt, lege ich euch gleich hier rein, könnt ihr gleich runterladen, das spart sich Nelson das Theater nachher in der Mail. Ne? Zielbereich, welchen haben wir denn heute? 19. So. Kann man doch, ne? Hier kann man noch irgendwo was reinziehen, oder? Nee, kann ich nicht. Muss ich dir doch zuschicken, Nelson? Ja, ich habe auch gerade geguckt, ob man Dateien zusenden kann, aber habe Also ich jetzt noch eigentlich nicht. kann man hier unten Material reinlegen. Unterlagen, Wenn schau man mal. organisiert, ne? Unterlagen, schau mal. Da könntest du eine Datei auswählen. Unterlagen. Über Chat. Zumindest habe ich das, müsstest du aber auch haben als Organisator. Habe ich nicht. Bei mir steht nichts mit Unterlagen, steht nur Nachricht. Chat, Kurzumfragen, Teilnehmer, Dashboard und da ist auch Unterlagen. Schau Ja, habe ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich nur Moderator bin, kein Organisator. Naja, du bist auch Organisator, aber dann wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum du das nicht hast. Schade. Nee, habe ich nicht. Okay, dann schicke ich es dir nachher per Mail. Okay, wir tun hier schön da drin herum. Wir gucken uns jetzt gleich den 5 Minuten an. Der sollte nach Möglichkeit über diesem Zielbereich bleiben. Schlusskurs, den haben wir da oben drüber. Und jetzt ist alles gesagt. Jetzt lassen wir noch ein bisschen Luft für nachlaufendes Tief. Er kann ruhig bis hier runter, hier drunter vielleicht die Stops von den Optimisten, so wie ich das ja nun mal bin, ruhig die Stops hier holen. Ganz kurz mit einem Spike. Und dann sollte er durchmarschieren. Aufpassen, dass wir jetzt keinen Fehler machen, weil das die letzte Aufwärtsbewegung. Und dann liegt mein Stopp zu knapp unter der 66 dahin. So, wir dürfen die ganze Aufwärtsbewegung hier, die darf er ruhig hier korrigieren bis 61. Hier war der 50er, hier haben wir 61, 66, diesen Bereich. Das könnte durchaus sein, dass er ganz kurz hier runterschießt und diese Nummer nochmal holt. Deswegen aufpassen, Stops richtig legen. So. Zielbereiche für heute von unten nach oben 1,16,13, 1,16,30, 1,16,33. Ich runde diese. 1,16,40, 1,16,45, 1,16,49, 56, 62 und 66. Wie gesagt, Screenshot kommt nachher mit den Zielbereichen in der Nachfassmail. Das heißt, hier unten die 32 und die 30, 29 hier, das sind die Nummern, die ich mir für das Long-Szenario hole. Hier unten liegt jetzt mein Stop. Einmal mit den Zielbereichen etc. Wenn er jetzt hier runterschießen sollte mit Gewalt und hier durchschießt, dann
haben wir eine faire Chance, dass er hier unten dreht, und dann hole ich mir hier unten die nächste Nummer. Ich kann es nur probieren, aber ich weiche von meinem übergeordneten Szenario definitiv nicht ab. So, und der hier macht genau das, was ich vermutet habe, nämlich nix. Dazu werde ich mal sicherheitshalber in den Chat gucken, in den Terminkalender gucken. Und das kann man hier machen auf unserer Homepage. Da haben wir Termine und globale Wirtschaftskalender. Da sieht man auch heute Nachmittag das nächste Webinar, aber nicht für euch, sondern nur für die, die es auch gebucht haben. Da findet ihr auch den aktuellen Wirtschaftskalender. So. Und da ist lediglich Herstellungsindex okay, der ist immer nicht ganz ohne. Und dann war es das auch schon für heute. Also nichts Weltbewegendes. Gell? Deswegen könnte es durchaus sein, dass meine Vermutung aufgeht. Wir werden heute uns hier ziemlich neutral halten, mit wenig Bewegung, mit wenig Volumen, und dann kann das ganze Ding hier schon morgen oder so, wenn wir eine kleine Umkehrkerze kriegen, wird das nochmal eine Menge Leute reinholen, und dann könnte es durchaus sein, dass wir hier abwärts marschieren. Wenn wir diese Tageskerze von gestern nach unten unterbieten, würde ich versuchen, ab da mich in meine Short-Position aufzustocken. Die ersten haben wir gestern platziert, mit den ersten 5 oder 6 Dachsen sind wir unterwegs, und die würde ich erst hier drunter unter dem Low, also unter der 12,7, noch 30, 40 Punkte nach unten, würde ich die aufstocken. So, und diese neue lassen wir laufen. Und viel mehr gibt es auch bei uns nicht zu sagen. Außer, dass wir scheiß Wetter haben, dass es draußen regnet und wir schlagartig von gestern 30 Grad heute runter sind auf 14. Die Temperatur hat sich innerhalb von 3 Stunden hier halbiert. Zu unseren Setups. Fragen? So, auch das interessiert mich nicht. DAX Daily gestriges Low ist auch SMA 200. Wenn ich SMA, WMA, EMA, WMA, wenn ich die alle noch einzeichne und die im Daily, im Stunden und dann 250 und 21 und diesen ganzen Kram, was man... Thorsten, es hat sich so angehört, als wäre er weg. Ja, also wir können dich gerade nicht hören. Echt nicht? Jetzt doch, wieder. Ne? Jetzt wieder, ja. Ja. Die Audioverbindung gebrochen, aha. Genau, weil Hubert gesagt hat, in eurem Fernsehen sollen wir Hochsommer haben. Fernsehen lügt. Was wolltest du zum SMA sagen? Genau. Wie gesagt, wenn ich die alle da reinpacke, SMA, EMA, WMA und so weiter, und das im Daily und im Stunden und im 15 Minuten und 5 Minuten, was meint ihr dann, wie unser Chartbild aussieht? Das sieht katastrophal aus. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ein klares Bild haben. Richtig. Nikolaus schreibt gerade, danke Thorsten, dies war für mich Zaungast eins der instruktivsten Webinare. Dank der Bewegung hast du sehr genau rübergebracht, wie du arbeitest. Genau. Danke für die Blumen, mein lieber Nikolaus.
Genau so werden wir in Zukunft auch innerhalb unserer Clubbewegung oder wie man denn auch das auch immer nennen will, werden wir in Zukunft arbeiten. Wir werden genau ganz klar und strukturiert unsere Position erklären und begründen. Ziel des Clubs ist es, ja, dass wir uns gegenseitig helfen, gegenseitig unterstützen und dass wir gemeinsam miteinander was erreichen. Und wir haben ja auch so eine Esmer-Geschichte und so weiter. Und dann darf man auch für unsere Firma arbeiten. Das heißt, wenn wir der Paternoster-Trader-Club hat gehört einer Analyse- und Handelsfirma und man bekommt dann auch einen Arbeitsvertrag, was ja Grundvoraussetzung ist, wenn man professioneller Händler werden möchte oder professioneller Händler sein möchte, dann muss man den Beruf eines Händlers etc. oder in der Finanzbranche ausgeübt haben. Das kann man dann bei uns tun als Analyst und so und dann kann man da auch arbeiten. Was passiert, wenn man nicht Clubmitglied werden kann? Clubmitglied werden kann man nur, wenn man Inhaber einer Lizenz ist, einer Europro-Lizenz. Das heißt, bei unserem Haufen eh schon mitmischt. Und sich vernünftig bewegt, nicht meckert, doch Kritik angebracht, aber immer in einem vernünftigen Ton. Und ansonsten hat man das Problem, dass ab 1.8. der Hebel extrem runtergestuft wird. Da muss man ein bisschen mehr Geld in sein Konto packen, wenn man weiter so handeln möchte. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass der Club auch nur für Europro-Mitglieder ist, weil wir wollen nach Europro handeln und wir wollen alle an einem Strang ziehen, das gleiche Regelwerk. Wir wollen hier genau so eine Geschichten, EOD, Daily ist da heute, bla bla bla, wollen wir nicht. Wir wollen ein Regelwerk, was uns nicht durcheinander bringt, was uns nach vorne bringt. Und das haben wir hier. Da, den wir schon mal ein Stück runterziehen, ne? So, da oben wird diese Position dann break-even abgesichert, wenn sie da hinlaufen sollte. Wer Mitglied werden möchte in unserem Club, in unserer Clubbewegung, muss an die hallo@forexpro-systeme.de eine Mail schicken mit der Überschrift Paternoster Trader Club, dieser wird wohl bis zum 1.8. aktiv sein. Um eine kleine Werbung dafür zu machen. Es gibt nur einen einzigen Clubbeitrag pro Jahr. In diesem Clubbeitrag sind alle Online-Leistungen wie Webinare, etc., egal ob Analyse, Schulungswebinare, Wunschwebinare zu Wunschthemen, die ihr uns zuspielen könnt, die arbeiten wir aus. Ist dort alles inklusive. Es gibt Rabatte auf Softwareprodukte, die wir zusätzlich raustun. Es gibt 12 Wunschwebinare in Form von Anneliese. Es gibt eine eigene Facebook-Gruppe, eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo Positionen diskutiert werden, die nichts kostet. Es gibt den Zugang zu unserer App über die Facebook-Gruppe, wo dann alle Positionen, die ich dort poste, direkt auf Handy geschossen werden. Wir sind begrenzt auf 100, 150 mit, 120, 150 Mitglieder. Es gibt bevorzugten Support binnen 36 Stunden. Und Position etc. behalte ich für die Clubmitglieder selber in der Betreuung. Und wir wollen sehen, vielleicht einmal im Jahr ein Clubtreffen, alle 2 Jahre ein Clubtreffen zu organisieren, wo man Ochsen auf den Grill hauen, der wahrscheinlich in Ratingen gezüchtet wurde oder auf jeden Fall von den Ratinger Jungs von FX Flat das Futter bezahlt wird. Den können wir dann 2 Jahre züchten, dann hauen wir den auf den Grill. Und wenn sie nicht in der Lage sind, den Ochsen zu züchten, können sie wenigstens ein Fass Bier mitbringen. Nee, eins langt ja nicht, das trinken die Jungs ja selber. Aber nur alkoholfrei. Der Dinger. Genau. Oh.
Dann ist für uns am 30.09. Schluss. Nein, für alle anderen ist am 30.09. nicht Schluss. Man kann trotzdem die Webinare quartalsweise buchen, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis wird sich ändern. Das letzte Quartal werden wir normal zu Ende bringen bis 31.12. Da viele ja bis 31.12. die dieses Jahr auch komplett gebucht haben, werden wir das normal machen. Ab 1.1. sieht die Geschichte dann anders aus. So, Setups sind, glaube ich, klar, sind, glaube ich, auch ausreichend erklärt. Und nun werde ich mich hier verabschieden, weil ärgerlich ist es, wenn ich rausfliege. Oh, das sehe ich jetzt erst. Wenn ich rausfliege, weil die Telekom mir die Leitung hier kappt. Also, wenn ich jetzt hier unten rausfliege, um die Frage gleich zu beantworten, das heißt, wenn ich jetzt hier unten ausgestoppt werde und er nur dazwischen bremst und diese Long Limit hier nicht holt, würde ich trotzdem mich da oben drüber wieder einstoppen lassen. Wenn ich mich da oben drüber wieder einstoppen lasse, geht der Stop unter das jetzt produzierte Tief. Das ist für mich dieses sogenannte nachlaufende Tief. Ich weiche deswegen nicht davon ab und sage, okay, jetzt habe ich eine Umkehrformation und ich gehe auf Short. Nein, Short erst unter 1,15. So, und damit will ich mich jetzt auch hier verabschieden. Ich hoffe, es war für euch in Ordnung. Wenn irgendwelche Fragen sind, schickt sie uns per Mail oder schreibt sie euch auf. Bis zum nächsten Termin. Den nächsten Termin wird der liebe Nelson euch ja in der nächsten Mail mitteilen, wenn wir 9.8. wieder gemeinsam. Wie bitte? 9.8. 9.8. schon wieder. Mein lieber Mann. Das wird aufgezeichnet und das hier wurde auch aufgezeichnet, findet ihr ab heute Mittag in unserem YouTube-Kanal und bei FX Flat ebenfalls im YouTube-Kanal. Und das Formular für die Profi-Einstufung findet ihr bei FX Flat auf der Homepage unter Formulare oder schickt uns eine Mail und schicken euch die PDF zu. Okay? Und damit sage ich jetzt einfach mal Tschüss, verabschiede mich und freue mich auf unsere Jungs heute Nachmittag um 15:15 Uhr, wenn wir uns dann angucken, was heute Morgen gelaufen ist oder auch nicht gelaufen ist. Das schauen wir uns heute Nachmittag an, wenn es wieder heißt, Scalpen mit System, mit Thorsten und Team. In diesem Sinne, danke an Nelson, dass wir hier so mal so ein bisschen dummes Zeug labern durften und euch erklären können, konnten, durften, wie wir hier arbeiten. Und dann hören wir uns wieder am 9.8., so wie Nelson das ja festgelegt hat, ne? Super, vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank an die Teilnehmer heute, dass sie wieder so früh am Morgen mit dabei waren. Ja, Thorsten hat das Wesentliche schon gesagt. Deswegen wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, noch eine schöne Restwoche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Danke.